Aus einem offenen Brief an die Vorsitzenden der Kreistagsfraktion. Offener Brief. Sehr geehrte Damen und Herren, wir engagieren uns beim Runden Tisch für Asyl und Migration Potsdam. In diesem Netzwerk sind Menschen versammelt, die sich für die Belange von Geflüchteten das Leben in Gemeinschaftsunterkünften aller Akteure des Runden Tisches als hochproblematisch. Führt bei den Bewohnerinnen zu großer psychischer Belastung. Der Runde Tisch hat sich im Sommer 2019 gegründet, als die ohnehin bestehenden massiven Probleme in der Ausländerbehörde mit dem Detail Verweigerung von Beschäftigungserlaubnissen völlig also überbordeten. Und da gab es genug Menschen, die sich zusammengefunden haben, durch offenen Brief und entsprechende Recherche und so weiter bis ins Innenministerium gegangen sind. Und von da tatsächlich eine positive Antwort, also in unserem Sinne positiv für die Betroffenen bekommen haben, dass Menschen, die schon in Arbeit sind, natürlich die Erlaubnis verlängert bekommen und dass auch die allermeisten Antragstellenden einfach ein Recht haben auf Beschäftigungserlaubnis. Ich bin Max Steinacker aus Kleinmachnow. Ja, bin aus Michendorf. Teto, Kleinmachnow-Starnsdorf. Pastor Mittelmark. In Belzig. Nach Michendorf. Werder. Bin eigentlich von Anfang an beim Runden Tisch dabei gewesen, als wir uns damals im Café im Winkel gegründet haben sozusagen. Und bin Mitglied des Sprecherkreises des Runden Tisches. Wir sind 5 Leute, die sich konkret um die Weiterentwicklung des Runden Tisches auch bemühen und machen regelmäßig auch Plenumssitzungen. Und das ist ja unsere ureigenste Aufgabe, ein Netzwerk zu sein, um entsprechend im Landkreis Hilfestellung zu geben, eben insbesondere eben bisher mit der Ausländerbehörde. Ja, ich habe viele Hilfe für die Runde Tisch bekommen. Dadurch habe ich auch die Arbeitsgenehmigung bekommen. Dieses Gründungsbeispiel Beschäftigungserlaubnis, das hat halt gezeigt, dass es Themen gibt, die sich nicht nur jeweils immer für den Einzelnen lösen lassen, sondern da gibt es ein strukturelles Problem auf Landkreisebene. Und natürlich gibt es leider auch genug strukturelle Probleme auf Landes- oder sogar auf Bundesebene, aber genau, dafür sind wir wiederum nicht angetreten, sondern wir versuchen, die Dinge in Blick zu nehmen, die über die jeweilige Kommune und über den jeweiligen Einzelfall hinausgehen und eben auf Kreisebene politisch eingefordert werden müssen oder so. Nur mal ganz kurz so die ersten Informationen aus dem Gespräch mit Landrat Köhler. Was wir ja von unserer Seite noch mal klar gemacht haben, dass da genügend Baustellen bleiben für den Runden Tisch. Aber dass unsere Vorstellung ist, dass wir weitere Themen für den Runden Tisch in den Vordergrund stellen wollen. Wir haben es geschafft, durch Lobbyarbeit, durch viele Initiativen in den letzten Jahren eigentlich ein sehr konstruktives Verhältnis zum Landkreis Potsdam-Mittelmark, auch zu den Kreistagsfraktionen aufzubauen und merken eben, dass wir mit konstruktiver Kritik, wir legen auch die Finger an die Wunden und vielen guten Anregungen eigentlich auch vieles zum Besseren verändert haben. Und das finde ich einen großen Erfolg. Hab natürlich auch Kritiker, die das eher nicht gut finden und eigenartig reagieren. Aber das ist eine Sache, ja, damit muss man umgehen. Das ist auch, sehe ich auch als meine Aufgabe mit, einfach auch auf Leute zuzugehen und zu sagen, eure Ängste sind in vielerlei Hinsicht unbegründet. Lasst euch drauf ein. Als wir das gegründet haben, da wusste ich vor allem, ich halte es auch alleine nicht mehr aus. Das kostet eigentlich viel mehr Kraft und entmutigt viel mehr. Und als wir uns dann erstmal zusammengetan haben, da hat es auch also eine Kraft gegeben und den Horizont erweitert. Und dann habe ich gemerkt, ach echt, über den ganzen Landkreis verteilt sind ja auch Leute und auch mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten und Einblicken und Vorerfahrungen. Also alles Dinge, die ich alleine so nicht zusammengebracht hätte.